Was geht, meine lieben Freunde? Seid wieder zurück auf A Way Out, direkt in die Action. Es geht weiter. Wir sind auf Motorrädern, hatten gerade Harvey umgebracht und müssen jetzt von seinen Männern entkommen. Holy moly. Leo, bist du okay? Wo bist du? Bist du rechts, Alter, ne? Was ist denn das für ein Handling? Das ist schon schwierig, ist, ne? Merkst du gerade auch. Sehr, sehr, sehr schwammig. Ja, also du kannst dir jetzt vorstellen, wie das mit dem Auto vorhin war für mich. Ja, ich... Oh, die schießen auch noch. Die haben den Vorteil, dass sie schießen können. Fahr einfach schneller. Bleib nicht stehen. Ich gebe mein Bestes. Alter, die sind genau vor uns. Was? Wo müssen wir denn hin? Ich habe keine Ahnung. Fahr einfach. Mira. Alter. Mira. Junge, wir sind tot, Nein, nein, wenn die vor uns ist, ist kein Problem. Das ist alles gut, alles easy, wie geht das? Das pick up away, wie geht das? Ich werde gerade durchgehend abgeballert einfach. Ja, ich doch auch, same. Krass, ey. Same. Alter. Das ist so schwierig, Alter. Man sieht voll in den Weg nicht. Ja, ich weiß. Ah, ich glaube, ich bin getrappt. Ah. Junge. Wo bist du? Du bist hinter mir, ne? Ich werde durchgehend abgeballert, echt. Boah, Alter. Krasse Sache. Ich glaube, ich habe ein Problem. Du aber auch, oder? Ja. Wir sind direkt hinter uns. Cool, dass wir die Motorräder haben. Wenn wir die Motorräder nicht gehabt hätten, dann hätten wir ein Problem, glaube ich, oder? Ja. Guck mal, wir springen beide gleichzeitig. Perfect timing. Alter. Wir kreuzen uns. Krass. Boah, ist das cool. Und die sind in sich reingefahren. Das heißt, die sind jetzt auch los. Das erinnert mich ein bisschen so an Uncharted, ich weiß nicht warum. Ja, hast recht. Diese Verfolgungsjagden und so. Aber da sind immer noch welche. Also ich glaube, ich bin erstmal noch frei. Ich bin nie frei, ich werde immer weiter abgeballert. Alter, wie ich wünschte, ich könnte nach hinten gucken, Mann. Ich auch, ja, das fehlt mir. Ich kann es leider auch nicht. Das geht leider nicht, man kann irgendwie nicht nach hinten gucken. Hey, I think they stopped shooting at us. Ja, da bist du. Ich habe auch ein bad feeling about this. Granaten, Mann. Wow, ich bin komplett weg. Okay, kann ich auch noch fahren? Okay, fahr weiter, kann ich auch noch fahren. Geht aus wie gut, kann ich auch noch fahren. Boah, dieser Grenade Launcher hat uns gleich. Haben die Maschine, Alter. Oder was ist das die ganze Zeit? Du Alter! Ich bin tot. Oh, shit! Was? Hey, wir können doch nur fahren, was ist das? Alter, wo bin ich denn gelandet? Was ist? Wir können doch nur fahren. Ich bin gleich sowas von geliefert. Ich glaube, das ist ein Hubschrauber, Mann. Nee, ich glaube, das ist Granate. Das ist ein 100-Pro-Hubschrauber. Du wurdest erwischt, oder? Nee, ich wurde nicht erwischt. Ah, fuck! Fuck, ich bin echt. Tippen! Ich tipp doch so weit. Ich komme. Spring auf! Ich hab keine Ahnung wie. X! Run! Guck, jetzt kann ich nicht schießen. Drive by! Yeah. Ach du Scheiß, baller auf die! Mach die einfach komplett. Fertig einfach. Das ist genauso schwierig, ne? Jetzt sehen wir mal, wer besser fährt und wer besser schießt, okay? Weil du hast ja die ganze Zeit bei der Polizeijagd da. Ja, aber das. Du hattest eine Schrotflinte. Einmal zack, die sind weg. Naja. Immer schön ausreden. Und die sind wir los. Die sind auch schon mal weg. Kommen die nächsten? Da ist unser Flugzeug. Junge, Emily, warte doch auf uns. Wir müssen hinten reinfahren oder so. Oder draufspringen oder was auch immer. Die sind wir uns auch schon mal los. Die sind wir auch schon mal los. Komm schon. Ich kann nicht mehr schießen. Wir müssen reinspringen. Spring drauf. Erst ich und dann du. Ich kann doch nicht. Spring X. Aha, drück A. Achso, ich bin schon, okay. Sag mir nicht, du springst nicht rein, Alter. Komm, Alter. Komm. Nein! Was machst du? Komm her, was machst du? Spring mit du, spring! Gib mir den Arm! Ganz schön ruhig. Sehr nice. Oh, das ist close. Nice. So. So gut aus. So viel war das. So gut aus. So close shit. War das, ey. That was close. You okay? Erst mal schön ein Schlückchen trinken, ey. Hey, Emily. Great flyer. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple. Ah. Easy peasy, das war doch gar nichts. You're not gonna hear me say this often, but thanks. You too, Leo. Thanks. Thank you. Aber die sind ja immer noch nicht fertig, Mann. I think I'm gonna write that letter to Carol. Also ich meine, überleg doch mal, die werden doch immer noch von den Bullen gejagt. Die haben doch nichts zurechtgebogen. Ja, ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass irgendwie die Szene kommt so 20 Jahre später oder so. Bestimmt. It's a long way home.
You got anything better to do? Not really. Aber wie, wie? Wir lassen uns mal überraschen. Wir lassen uns mal überraschen. Boah. Okay, du schreibst, ich schreibe den Brief gerade schon mal im Flieger. Was ich wohl schreibe. Meinst du, das hilft dann? Also ich denke, das könnte echt... Ich glaube auch, ich glaube, das funktioniert. Könnte das echt was bewirken. How are we doing? We should be landing in 10 minutes. Okay. What's Leo up to? Sleeping. About time to wake him up then. Yeah. Are you okay, Vincent? Ich finde, ich könnte so eine osmanische Backpfeife geben und dich so wecken. Yeah, I'm fine. Warum berührt er sie so? Ja, I'm Leo, fine. Freue ich mich gerade auch. Ekelhafter Typ, Alter. Yeah. We there yet? Yeah. Ich habe das Gefühl, dass das das Ende ist, aber ich bin mir gar nicht sicher. Weil ich meine, den Oberboss haben wir jetzt erledigt. Ja, aber mit dem Bullen sind wir ja immer noch nicht fertig, Mann. Das ist ja, die Sache. Ja, ich weiß, was du meinst. Oder will auch einen Brief an die Polizei schreiben und sich entschuldigen. Wir vergeben euch. Und überleg mal, das bringt dann auch noch was. Ja. Da sind die Bullen doch. Das meinte ich. Ja, jetzt gehen die einfach in den Knast. Ja, die haben sich gerecht, ne? Also. Ja, und dann heißt es nach 15, 20, 25 Jahren wieder. Weiter geht's. Aber dafür muss doch die Pilotin auch in den Knast gehen. Denke ich mir auch. Beihilfe, ne? Ja. Aber die steht da einfach nur so. Oder die ist auch eigentlich Cop oder so. Die hat sie verraten. Oder ich check's gerade einfach nicht. Ich check's auch nicht. Aber das schaut doch eher aber so aus. Ich glaube, es könnte was von Emily wirklich sein. Everybody stand down! Aber guck mal, die hält die Hände ja nicht hoch. Ja, eben. Das ist mir direkt schon aufgefallen. Wer ist der Typ? Das ist jetzt die Frage. Ha. Das können wir irgendwie auch nicht bezahlen. Good job, Vincent. Nein! I'm sorry, Leo. Alter. Er schläft nur. Er schläft nur. Ja. Er träumt. Ja. Nein, das ist ein... Hä? What? Das ist ein Flashback? Ja. Ist das Vincent? Nein, das könnte, das sieht so aus, ne? Nein, Mann, das ist doch nicht Vincent. Ich könnte mir aber denken, dass der Verkäufer ein Polizist ist. Ach, der Käufer. Ja, ja, klar. Undercover. Aber er hat ihn doch in den Kopf geschossen gehabt. Das kann ja also nicht Vincent sein. Ach, guck mal, der... Vincent hatte ihn observiert. Er hatte den observiert. Der war vorher Polizist oder so. Ja, verdunkelt wenigstens noch mal die Scheiben oder so, ey. Alter Falter. All there. Count it. Was ein Hund du bist. I'm not trusting nobody, my friend. Wirklich. Just saying, I'm a trustable guy. Yeah, yeah, I'm sure you are. Here you go. What do you think? Huh. It's heavier than I thought. It is. Pleasure doing business with you guys. You too. All right. He's got it. Finally. What the fuck?
Das ist doch einer von denen. Der Käufer war ein Bulle. Weißt du, was ich meine? Er war ja verwandt. Ja. Sein Bruder! Jetzt macht das Sinn, ne? Das meinte er mit Harvey, hat seinen Bruder umgebracht. Please! I'm sorry, please! Somebody call an ambulance now! Hey, listen, Leo. Fuck my life! Warte. You're in big trouble, you understand? Where's Harvey? Where's the Black Orlov? What are you, deaf? Well, you think you're funny, don't you? What, you think you can just go and sell it on a street corner? What are you, stupid? Alter. You that stupid? It's all gonna rain down on you hard. You got it? Und dahinter steht der Vince. You're gonna have to talk at some point. You understand? He's not gonna say a word. Yeah. I know. There's only one option now. I'll get someone on it. James, if you want Harvey and the Black Orlov, this is the only way. Just put me in a cell next to him. Mm-mm. You're too close to this, Vincent. You better sit this one out. Gary was my brother. My flesh and blood. And he's dead because of me. I put him in that situation. I need to do this, and you know it. Just make it happen, James. You're under arrest, Leo. It's over. Nobody move! I'll fucking kill him! Only making it worse for yourself. Vincent, Alter, ich will jetzt eigentlich Vincent selber eine Kugel verfassen. There's no way out! Du musst zum Wagen. Take it easy, Leo. Shut up! It's over. Ich will nicht mehr mit dir reden, du Hund. You don't have to do this. Ich sag jetzt gar nichts mehr. You're gonna pay for this! Die Diva. Get in the fucking car! Go! Warum lässt er ihn nicht fahren? I fucking trusted you, Vincent! Leo, you need to calm down. Calm down? Are you serious? Look, I know you're angry. Angry? You haven't seen me angry yet, you backstabbing pig! Please, just calm down. Shut up! Just shut the fuck up! Stop the car and let's talk this through. There's still a chance for you to do the right thing. The right thing, huh? The only right thing here is me pointing the gun right out of your face. So shut up! I'm really sorry for everything. Please stop the car. Sorry? You're sorry, huh? I can't believe you, you fucking rat. It's over. The entire police force is after you. There's no way out of this. I swear, Vincent, one more word and I'll put a bullet right through your forehead. Shut up! Hauptsache, du bist tot, Alter. Du scheiß Verräter. Verpiss dich, Junge. Ich hoffe, du stirbst, ey, wirklich. Ich hoffe einfach, du stirbst. Ey, warum bist du doch nur so? Warum kannst du die Scheibe vorher als ich einschlagen? Ich hoffe, du stirbst. Lach nicht. Hallo, er hat meinen Bruder... Junge, lach nicht. Mein Harvey Bruder hat den Bruder umgebracht, ich hab damit nichts zu tun. Ja, aber du warst an diesem Ort, was soll ich da machen? Auch mich ist er hintergangen, okay? Ja, aber das hätte ich nicht wissen können.
Plan deinem Arsch. Ich bin deinem Arsch. I can't let you get away. You're a dead man, Vincent. Vincent! Over here! Emily ist auch dick. Ja, das war ja auch eine Freundin von dir. Go, go, go! Kriegt mich nie, ihr Schweine! Alter. Wie soll ich von hier aus was zählen, Alter? Sieht man eine Schüsse bei dir? Man sieht bei dir gar nicht. Alter, hör mal auf mit der Scheiße. Ich muss leider auf den Motor schießen. Vincent, you crazy bastard! Du fährst auf Zickzack-Linien, ne? Du Wichser. Emily, kannst du das Ding mal vielleicht ein bisschen gerade halten? Kästchen. Du brauchst mich lebend, hat sie gesagt. Ja, ich muss aber deinen Motor kaputt machen. Deswegen ist es egal, ob ich dich abschieße oder nicht. Ich treffe eh nur deinen Motor. Hör mal auf jetzt! Ich muss deinen Motor zerstören. I'm sorry, buddy. I need your life. Come here. Go faster. Come here, buddy. Ich lasse es die Spuren machen. Intercept at the next trap, Emily. Junge, verpiss dich, Alter. Nein, wehe, du machst mich genau jetzt kaputt. Das ist nicht fair. Guck mal, du hast einfach Zeitlupe, um mich in Ruhe zu erledigen. This boat was made to be destroyed. Boom! Alter. Jetzt denken alle, dass ich tot bin. Keiner hat gesehen, dass ich da rausgesprungen bin. Ich. Ach ja, dass du rausgesprungen bist. Du There! Down on the right! Du Hund, ey! Was kann ich denn dafür? Du bist ein Hund. Okay. Vincent ist ein Hund, ich nicht. Du? Nein, ich nicht. Du bist nämlich. Ich bin Vincent. Nicht Vincent. Nein. Im Herzen seid ihr beide der gleiche Hundesohn. Nur eure Namen sind unterschiedlich. Oha, krass. Krass. Das war eine Bushido-Line. Okay. Come on, hurry. Aber nur falsch. Okay, jetzt wird's ernst hier. Guck mal, ihr zu zweit auch noch, Alter, mit euren Gewehren. Ja, ich dachte, du bist sowieso doch der King. Ja, das bin ich auch, ihr würdet es schon sehen jetzt. I'll go this way. Alright. Kann ich sie jetzt steuern, oder was? Nee, ich glaube nicht. Warum sieht man sie jetzt? Er versteckt sich im Dunkeln da. Ja. Und das macht dann so... Boom! Ich werde sie jetzt umlegen und ihre Waffe nehmen. Und dann können wir endlich kämpfen. Ist das wieder das Krankenhaus? Zack, boom. Scheiß Emily. Go! Don't do anything stupid, Leo. Shut up! Just go! I don't want to hurt you, Emily. Just get up! You know I can't do that. Don't fucking push it. This is between me and Vincent. Now get the hell out! Get out! Go! Die Sonne scheint. Wir sind so helles. Please stop this. How's it feel to stab someone in the back? I know you're disappointed, but Harvey killed my brother. I had no choice. I can't fucking believe this! I'll talk to the captain. We'll reduce your sentence. My sentence? You're a dead man, you piece of shit! What about your son, Alex? Shut the fuck up! Don't you mention his name! You don't get to mention his name! You hear that, you piece of shit? You're a dead man! You piece of shit! Ah, wir erledigen uns jetzt gegenseitig. Ja, hab ich ja gerade gesagt. Komm raus, Mann. Ja, du siehst ja, wo ich mich verstecke. Ja, und du doch auch, wo ich mich verstecke. Das ist, aber das ist auch... There you are, you little shit! Damn it. Had enough? I got plenty more bullets. Schön, dass du mir den Weg machst. Also ich hab das Gefühl, dass du da getrappt bist. Ich werde dich umlegen, Junge. Ich werde dich einfach umlegen.
C'est VTV, ne me laissez pas aller. Ah, versteck dich doch! God damn it! Leo, come on! Warum bist du so ein Hund, Vincent? Warum bist du so ein Hund, Leo? Das ist voll gemein, dass du jetzt meinen Screen sehen kannst. Ja, du siehst auch meinen auch, Alter. Chill mal. Alter, hör auf, hör auf! That's how you do it, boys! Schöne Headshot von mir. Ach, du willst es wirklich angehen? Ach, jetzt tust du noch deinen Höhenvorteil? You piece of shit. You piece of shit. Das, was du kannst, kann ich schon lange, mein Freund. Wo bist du, Alter? Du bist doch. Boah, hast mich ja richtig getroffen, Alter. Ich hab's im Maul, Alter. Ich bin gerade richtig angespannt, Alter. Same here, my dude. Ich verspüre Hass! 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 Hass für die Leute aus meiner... Aus meinen eigenen Kreisen. Ja, du Hund! What? How is that? Stirb, Junge! Possible! Komm ich da raus, oder was? Jetzt geht's oben weiter. Nächste Stage. Fight! Alter. Tekken. Freunde, tut es auf jeden Fall leid, dass es so hell ist, aber geht leider momentan nicht anders. Genießt auf jeden Fall die Action, würde ich sagen. Schon so weit. Give up, Leo! This won't end well! Boah, jetzt siehst du nichts mehr. Du siehst auch nichts mehr. Boah! Scheiße. Ich bin echt mal gespannt, wer von uns am Ende sterben wird, Alter. Drop it. Nee. You fucking disgust me, you pig. It's over. Get up. Get up. Das ist bestimmt noch eine Pistole. Alter, was ich gerade fühle, ne, ist nicht normal. Oder wir sterben beide. Lieber das. Ja, würde ich auch sagen, lieber das. Nächste Stage. Fight. Wo bist du denn? Junge, das ist gerade so emotional, ne? Ich bin so richtig. Ich fühle richtig mit. Ich habe absolut keine Ahnung, wo du bist, Alter. Das sage ich dir auch nicht. Hör auf meinem Screen zu gucken, du Gauner. Nein, ja. Ich mach gleich die Decke zwischen. Nintendo 64 Taktik. Ich habe schon eine Vermutung, wo du bist. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Hör auf zu gucken! Du Missgeburt! Ich seh doch, wo du bist. Ich null Ahnung, wo du bist. Wir sind gerade aneinander vorbei. Du Hund, Junge, verpiss dich! Junge. Du hast viel mehr Gesundheit als ich. Das ist eigentlich schon. Eigentlich hat sich das schon entschieden jetzt. Oh fuck, wo bist du? Alter, ich hab mich so dumm angestellt. Ich hätte dich gerade einfach töten können. Ach, aus der Deckung, du Pussy! Was soll das denn heißen? Das ist genau richtig so.
Jetzt ist Rainbow Six gegen Call of Duty, ne? Mehr ist hier nicht. Genau so sehe ich das auch. Keine blassen Schimmer, wo du bist, Alter. Ah! Übertreib doch nicht mal, du. Junge, Jim, du hast viel mehr Gesundheit als ich, viel mehr. Das bedeutet aber ja noch lange nichts. Wo bist du, du Schwein? Wenn du nur wüsstest, wo ich bin, ne? Nein, Junge! Scheiße, Alter, ich bin erledigt. Kacke. Es ist besten nur eine das? Waffe. Aber die ist runtergefallen, das heißt, wir können die Waffe noch aufheben. Wo ist die andere Waffe? Next Stage. Jetzt wird gekämpft, Mann. Alter, das ist so emotional. Jetzt machen wir es wie Männer. Witzig, dass du nichts machen kannst. Geil. Was ist das denn für ein Scheiß? Ich kann bei dir bestimmt auch nichts machen. Ich muss loslassen. Was für ein Punch, Alter. Denk an deine Tochter. Der gibt mir einen Rückblick. Der Punch hat mir den Rückblick gegeben, Alter. Denk an deine Tochter und hör einfach auf, du alter Sack, Alter. Denk an deinen Sohn. Ja. Denk an den Baumhaus. Denk an das Baumhaus. Denk du an mein Baumhaus. Und deshalb hör lieber auf. Das ist so krass, Alter. Frau. Das ist so heftig, ne? Denk an Linda. Carol. Junge. Was ist das, Mann? Ich hab verloren. Guck mal, wie wenig Gesundheit ich noch hab. Boom! Boom. Pow. Vincent, bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ja, Carol. Ich muss es tun, Carol. Wir sehen so scheiße aus beide, Alter. Boom, Alter. Boah. Go-Kart. Warum muss ich dir das antun, ey? Du Mizzet! Lass den Scheiß. Lass es, Vincent. Was soll das, Alter? Ja, warum guckst du da hin? Ja, weil du das hingeguckt hast, wie so eine Missgeburt. Du stehst okay. Viel näher dran. Jetzt kommt's wieder. Tippen! Ich tippe voll falsch! Ich tippe richtig. Das ist so unfair, du legst auf der. Guck mal, wie weit du vorne bist, obwohl ich tippe. Geier, Alter. Du hast schon die Hälfte durch, Mann. Ja, aber ich hab gar keine Gesundheit mehr, Alter. Ja, aber das bringt doch nichts. Wir werden sowieso beide am Ende sterben. We ride together, we die together. Wir haben beide. Halt's Maul, Junge! Halt's Maul! Junge! Ja, ich bin durch. Nein, das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Nein. Lass es lieber. Ah. Oh. Du Missgeburt! Ja gut, war ja absehbar. Ich hatte ja kaum noch Gesundheit. Außerdem war Leo hässlich, Mann. Ne, ich geb dir nicht die Hand.
und Alex. Where's Leo? Linda, we need to talk. Die weiß es noch nicht. Alex, why don't you go out and play some ball? Okay. You wanna play? Not right now, baby. We need to talk. All right. It's about Leo. What about him? Hey, Carol. Here. What's this? It's my resignation from the Bureau. It's over, Carol. I'm out. Please. Just give me one more chance. I named her Julie. It's a beautiful name. Yeah. And she's got your eyes, too. I'm sorry. I know you are. You want to come in? I'd love to. Thank you.
Du hast mich umgebracht. Ey, Digga. Du hast mich umgebracht, Mann. Das Digga, war schon... Das war schon krass emotional, jetzt muss ich echt sagen. Ich bin echt so kurz vor meinen. Wirklich so kurz, Alter. Pussy. Auf jeden Fall. Das war schon echt krass emotional, echt. Ja, vielleicht geben wir noch kurz Feedback, während hier die Credits hinten im Hintergrund laufen. Ja, also ich kann es nur nochmal wiederholen. Gameplay war mega cool. Storytechnisch war vieles berechenbar. Also man konnte so voraussehen, okay, jetzt passiert das und das, aber überwiegend war es schon. Also jetzt zum Beispiel, wo dann nochmal aufgedeckt wurde, dass Vincent dieser Bulle war, der jetzt hier, Gary der Käufer war, der Bruder. Das war schon krass, so jetzt nochmal so da so einen Überblick zu kriegen. Das war wirklich krass. Also ich muss sagen, auch von meiner Seite aus, dass das Gameplay, das ist sehr, 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 sehr umfangreich gewesen. Das ist, hat auf jeden Fall seine Höhen und Tiefen gehabt, hat auf jeden Fall jemand immer mitgerissen. Man hat sich immer irgendwie mit in der Action gefühlt. Das war richtig packend, muss ich zugeben. Und was ich von meiner Seite aus noch sagen kann, war auch sehr überraschend, dass es auf einmal die Wende bekommen hat. Ich persönlich hätte niemals gedacht, dass auf einmal Vincent der Polizist ist und Gary der Bruder war, der Käufer eigentlich. Mhm. Und ich muss sagen, das ist jetzt eine meiner Lieblingsspiele, muss ich zugeben. Und ich glaube, ich hatte nie ein Spiel, was mich so mitgerissen hat. Ja, also ich finde, das war geil, weil man die ganze Zeit diesen einen Charakter gespielt hat und halt zu zweit war, weißt du, was man so, dass man dann zusammengearbeitet hat und so. Und man hat sich mit dem, auch wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, Junge, Leo, was hast du für dämliche Ideen oder wie scheiße sehen deine Koteletten aus, am Ende wollte ich natürlich, dass er, obwohl ich ihn nicht so sehr mochte, wollte ich, dass er Vincent tötet, weil ich so gefühlt habe, okay. Klar, Junge, das packt das einen jetzt, mit, ja, eben, das ist ja. Das ist ja. Also ich muss sagen, ich bin auf jeden Fall schon traurig, dass Leo jetzt tot ist, muss ich zugeben. Also ich dachte so, es war schon ein bisschen so ein Klischee jetzt, ja, oh, auf einmal müssen wir uns bekämpfen und so, weißt du, war so ein Klischee, das sieht man ja oft im Film so, ne? War trotzdem klar. Vom anderen Level, also ja, alles schon, in einem, war das auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr geiles Spiel. Meiner Meinung nach hat sich jeder Cent hat sich gelohnt, dass ich dieses Spiel gekauft habe. Und umso mehr freue ich mich, dass ich bzw. wir euch das Gameplay dazu, das Let's Play dazu zeigen konnten. Ja. Und euch auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt zugeschaut habt, mit dabei wart. War uns eine Ehre und Freude. Und ich hoffe, ihr konntet Spaß haben. Von meiner Seite aus war es das. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ja, machen wir. Also Freunde, ihr wisst Bescheid, wenn euch die Folge oder diese Episode gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da. Wünsche, Anregungen gerne unten in die Kommentare. Und bevor ich jetzt das Outro mache, noch eine Sache vorab. Meiner Meinung nach könnte es geben, es ist für mich sehr wahrscheinlich, dass es einen zweiten Teil gibt. Da geht es dann, glaube ich, aber vielmehr darum, dass der Sohn dann die Rache nimmt von Leo. Also das könnte ich mir schon so irgendwie vorstellen. Wollte ich nochmal kurz erwähnen für den Fall, dass es jetzt tatsächlich so kommt. Auf jeden Fall war es das dann auch von uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Macht's gut, wir küssen eure Augen. Ciao.